بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Alles Lob gebührt Allah und Frieden und Segen seien auf unseren Propheten Muhammad. Was sagt der Islam über Dinosaurier? Wenn wir über Dinosaurier sprechen, dann sind damit bestimmte Lebewesen bzw. Reptilien gemeint, die angeblich vor Hunderttausenden von Jahren auf der Erde gelebt haben sollen. Und sie sollen sehr große und gewaltige Reptilien gewesen sein. Und im Allgemeinen ist es bestätigt im Koran, dass es vor den Menschen bereits andere Lebewesen auf der Erde gab, die auf der Erde gelebt haben. So sagte Allah, erhaben ist er, in Surat Al-Baqarah: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. In diesem Vers heißt es: Und als dein Herr zu den Engeln sagte: Ich bin dabei, auf der Erde einen Statthalter einzusetzen. Da sagten sie, die Engel: Willst du auf ihr etwa jemanden einsetzen, der auf ihr Unheil stiftet und Blut vergießt? Wo wir dich doch lobpreisen und deine Heiligkeit loben? Allah sagte: Ich weiß, was ihr nicht wisst. In diesem Vers sagten die Engel zu Allah: أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ. Willst du etwa auf der Erde jemanden einsetzen, der auf ihr Unheil stiftet und Blut vergießt? Und daraus wird oder wurde entnommen, so wie es manche Mufassirun gesagt haben, dass der Mensch der Nachfahre anderer Lebewesen ist, die auf der Erde gelebt haben. Und diese Lebewesen, die vor dem Menschen auf der Erde waren, die wurden von den Engeln beschrieben, dass sie Unheil gestiftet haben und Blut vergossen haben. Und dann sagte Allah, dass er weiß, was die Engel nicht wissen. Von daher kann es theoretisch sein, dass die Dinosaurier zu diesen Geschöpfen zählen, die vor den Menschen auf der Erde gelebt haben. Die Dinosaurier werden als große, sehr große Geschöpfe dargestellt. Und dass es auf der Erde Geschöpfe gab, die sehr groß waren, widerspricht nicht dem Islam oder nicht dem Koran und auch nicht der Sunna. So heißt es zum Beispiel in einem Hadith, der von Al-Bukhari und Muslim überliefert wurde, dass der Prophet صلى الله عليه وسلم sagte: خلق الله آدم وطوله 60 ذراعا. Allah erschuf Adam und er war 60 Ellen lang. Und eine Elle ist ungefähr 50 cm lang. Oder beträgt ungefähr 50 cm. Das bedeutet, dass Adam عليه السلام ca. 30 Meter lang war. Und Fazit aus islamischer Sicht spricht nichts dagegen, dass es solche Lebewesen wie die Dinosaurier gab und dass diese vielleicht einst mal auf der Erde gelebt haben, aber ohne diese bzw. ohne diese uns bekannten Details hierbei zu bestätigen. Dass zum Beispiel gesagt wird, sie hätten vor 100 Millionen Jahren als Beispiel gelebt und sie wären so groß gewesen und sie hätten das Aussehen gehabt und hätten sich so verhalten etc. Das alles kann man nicht bestätigen, da es keinen Beweis dafür gibt. Und im Großen und Ganzen zählt diese Sache auch nicht zu den Sachen, mit denen man sich zu sehr beschäftigen sollte, da dies nichts mit der Religion und den täglichen Gottesdiensten des Muslims zu tun hat und damit im Zusammenhang hängt. هذا والله تعالى أعلم.